gespielt, war sehr viele Gespräche geführt mit deinen Mitspielerinnen. Sie ja, mehr oder weniger sanft überzeugt, beim MSV weiterzumachen. Wie war diese Atmosphäre in den vergangenen Wochen für euch? Ja, also ich denke, das ganze letzte Jahr war ja sehr schwierig für die Mannschaft und für alle drumherum. Und deswegen waren wir natürlich sehr froh, als dann endlich die Nachricht kam, dass es weitergeht und dass wir weiter Fußball spielen können. Das ist das Wichtigste für uns und so viel Überzeugungsarbeit musste ich nicht leisten. Es waren einfach nur viele Fragen da. Viele wussten nicht, wie geht es jetzt weiter, was ist überhaupt los. Und das war das Einzige, was geklärt werden musste. Und wir sind einfach nur dankbar und froh, dass wir weiter Fußball spielen können und wollen in der Rückrunde das auch zurückgeben, den Leuten, die so viel für uns getan haben in den letzten Monaten, und zeigen, dass wir es würdig sind, dieses Trikot zu tragen. Wie ist das Gefühl mit dem Trikot? Ganz gut, das ist ein schönes Trikot. Sven Karlert ist der Trainer. Sven, ändert sich jetzt eigentlich viel oder bleibt dann doch irgendwo so von der Arbeit her alles beim Alten? Ihr fangt am Donnerstag wieder an mit der Personalie. Es wird sicherlich alles beim Alten bleiben, was das Sportliche zu tun hat oder was das Sportliche betrifft. Aber natürlich ist es eine andere Sache, einem Männerverein anzugehören als einem Frauenverein. Das denke ich, ist zukünftig für alle ein Gewinn, für die Mädchen, für die Frauen natürlich auch, genau wie für uns. Ich glaube, ein paar Dinge werden sich erleichtern, aber die tägliche Arbeit auf dem Platz, die werden wir genauso weitermachen, wie es vorher auch der Fall war. Und wie Jenny hat es gerade gesagt, Justi, wir wollen natürlich ein bisschen was zurückgeben, aber auch nicht, weil es jetzt MSV heißt, sondern weil wir in der Vorrunde sicherlich einiges haben liegen lassen, was viele Gründe hatte, aber die wollen wir jetzt versuchen aufzuarbeiten und dann schauen wir mal, was am 8.6. am letzten Punktspieltag rauskommt. Ich habe nochmal so eine rein emotionale Frage an Jennifer. Hier ist der Ort, ich sag mal, deines größten Erfolges oder auch des größten Erfolges des FCR. Was ist das jetzt für ein Gefühl, also jetzt nicht nur an dem Ort zu sein, sondern ja tatsächlich auch zu diesem Verein zu gehören, ja, zu dem der Ort gehört? Ach, ich freue mich. Ich habe hier gute Erinnerungen an diesen Ort und das war, wie gesagt, mein größter Triumph. Und für mich ist einfach ein schönes Gefühl, wir können weiter Fußball spielen, das ist die Hauptsache und dass es jetzt so geklappt hat, finde ich ganz toll. Kann das vielleicht auch eine Motivation, eine zusätzliche Motivation für die gesamte Mannschaft mit sich bringen? Die Spielerinnen, die ich bisher gesehen habe zwischen den Jahren und mit denen ich schon gesprochen habe, da habe ich schon den Eindruck, dass alle jetzt noch mehr motiviert sind, in der Rückrunde Gas zu geben und freuen sich auf den Trainingsauftakt und auf die ersten Spiele.